Hallo Freunde, und da geht's auch schon weiter mit Let's Play GTA 4. Da sind wir schon bei der nächsten Folge. Insgesamt haben wir jetzt 21 Folgen mit GTA, also nur Quatsch im Kopf. Unter diesem Video findet ihr natürlich immer den Link zu allen Folgen. Und der gute PZ, Patrick, ist auch wieder dabei. Hallöchen. Müssen wir schon wieder spielen? Ja, wir müssen spielen. Mann. Die Leute wollen was sehen. Die sagen, zeig doch mal was. GTA ist noch gar nicht so lange draußen. Zeig dich doch mal. Wir wollen Bilder von dir. Wir wollen. Ja, lad doch mal ein paar Bilder von dir hoch. Von mir? Mhm. Mit dem Latex-Outfit, oder? Genau. Oh, der Nico, den kannst du auch gegen die Wand klatschen, ja, der Ach, überlebt das ist, alles. Das ist Serbe, ein Serbe, der. Oh, guck mal, was kannst du denn hier machen? Was kannst du denn hier machen? Ach doch, das ging ja, doch. Guck mal, er freut sich immer. Bevor der irgendwas macht, er springt erstmal in die Luft. Hui. Ich gucke jetzt mal durch ein Rohr. Versuch mal, das Boot abzuschießen. Boah. Hammer. Könnte ja ruhig mal jemand sauber machen, ja? War es eigentlich schon auf dem Hochhaus mal irgendwann? Nee. Könnte man natürlich auch mal vielleicht so die Stadt zeigen. Wie komme ich denn jetzt? Achso, ja, da müssen wir natürlich erstmal drüber auf die Insel. Sollen wir das jetzt schwimmen? Du könntest und ja gucken oder warten, bis ein Boot vielleicht vorbeikommt. Na, wir machen jetzt mal ein bisschen Sport. Wir müssen die Leute jetzt mal ein bisschen motivieren. In dem Shirt? In dem Pullover? Boah, hier ist aber viel Müll im Wasser. Plurre. Kommt das alles mit der Mod oder ist das einfach schmutzig hier? Das ist einfach schmutzig. Also. Ja, kleine Mod für Dreck. Wo liegst du denn? Ja, Realismus. Dann hieß die Mod ja PZ. So, wir schwimmen. Oh, guck mal, da stehen ja so Leute. Guck mal, die fiebern mich an. Ey, Stella, du schaffst den Marathon! Ja, den Marathon im Wasser. Ja, sicher. Ich schaffe es. Ah. Ja, es war minus 50 Grad, wie Markus Lanz. Bei Wetten, das ist er auch durch den Bodensee geschwommen. So. Ich hoffe, dir geht keiner ab dabei. Mir geht immer einer ab. Guck mal hier. Ingrid. Versuch mal, die ins Wasser zu schubsen. Falls jemand eine Ingrid hier zuguckt, wovon ich natürlich nicht ausgehe. Doch. Schöne Grüße. Genau, hallo Ingrid. Und die unterhalten sich. Ja, also ich meine, in dieser Welt hier gelebt, da war noch... Oh, guck mal, der guckt uns an, verpisst euch. Das sind Schwestern, glaube ich, die sehen auf jeden Fall. Oh, heißes Fleisch. Was geht ab? Ich meine natürlich nicht umgedacht. Nehmen wir die zwei. Guck mal, die kifft sich, die raucht sich ein. Kiffen ist nicht gut, komm, fahren wir da. Ups! Ey, guck mal, 90 Jahre und schwimmt noch wie... Was macht die, Alter? Wie eine Junge. Wäre jetzt geil, wenn die mir einen in die Fresse hauen würde, oder? Willst du nochmal? Nochmal? Ach, guck mal, jetzt ruft die ihren Macker an. Wo ist er denn? Jetzt hast du das iPhone kaputt gemacht. Oh, habe ich iPhone gesagt? Es gibt natürlich auch ganz viele andere Marken. Hallo, Lady. Was hast du für eine hässliche Brille? Ich erlöse dich mal von deinem Leid. Das ist eine Designerbrille. Echt? Ja. Von Gucci. Ach, guck mal, der liebe Tag. Entschuldigung, war schlecht. Also ich entschuldige mich nochmal an dieser Stelle, wenn das Niveau einfach meins, am meins, Keller ist. Meins? Ach doch nicht. Oh nein, tu mir nix. Jetzt hören wir mal auf mit dem Quatsch, wir müssen ja seriös sein. Wir, natürlich. Ach, guck mal, da steht direkt mal ein Auto. Ich steuere ja. Wir nehmen mal hier das Moped. Das Moped, ja, das ist ein Moped. Mit einem guck mal er hier. Wo sind die Donuts? Warten Sie, ich komme. So. Brumm, brumm, brumm. Oh, das lenkt sich aber gar nicht mal so gut, muss ich mal sagen. Lenkt sich mal gar nicht so gut. Also ich werde mindestens 20 Mal sterben auf dem Ding hier. Mhm. Alter, was ist denn los mit dem Teil? Bro? Glaube ich am Fahrer. Lass doch mal deine Mutter nur. Nur weil dein Vater ein Serbe ist, kann er nicht. Ich überlege mir was zum Kontern, aber ich weiß gerade nichts. Nee, es ist schwer. Ich bin einfach total verwirrt hier. Ding dong, Paket. Der Serbe ist da. Hallo? Tralala. So. Ich spring mal wieder auf der Moped hier. Mm, bum, bum, bum. Was gibt's denn hier leckeres zu essen? Restaurant, der was? Pasta. Aber du weißt, wo du hinfährst, oder? Ich weiß immer. Guck mal links. Sprungschanze. Scheiße. Fast gegen die Ampel. Das wäre cool, wenn du auf der Ampel liegen geblieben wärst. Kacke. Ja. Oh, guck mal hier. Das macht doch dann mal Spaß. Jetzt machen wir ein bisschen Quatsch hier. Kostet das denn hier? Zu teuer für dich. Dir ist klar, dass die Ölpreise dann steigen. Oder? Toll. So, auf die Tanksäule steht jetzt noch. Naja, hätte ich jetzt gedacht, bei GTA. Der Nächste beschwert sich jetzt gleich wieder über die erhöhten Preise. Paket! Erhalten! So. Gib mir doch einmal das Auto. Guck mal, der hier. Ja, wo soll ich hin? Was ist das denn? Ich habe einen Rechtsdrall. Was ist mit deinem Mund los? Ja. Der kann bestimmt gut ja, ich wollte gerade sagen. Ich weiß nicht, was er eben gemacht hat, aber ich will es gar nicht wissen. Okay, den Wagen können wir vergessen. Es ist kein Wunder, dass er nicht weggefahren ist. Der hatte wahrscheinlich einen Unfall, denn jetzt hat er echt immer so einen Rechtsdrall, so... Ui! Ja. Wie der an der Autobahn wohnt, ne? Wer wohnt denn an der Autobahn? Haben Sie irgendwelche Folgenschäden? Nein! Nein! Nein!
Kennst du den nicht? Nee, du sollst doch nicht von deiner Familie mehr erzählen. Hab ich dir doch schon mal gesagt. Guck mal hier, das ist typisch GTA, ja? Die Texturen kommen alle verspätet, fast wie bei der Deutschen Bahn. Mhm. Also wir machen jetzt mal ein bisschen, ja, ein bisschen Gas geben. Vielleicht kommt ja irgendwo hier gleich ein Stunt. Ich glaube, ich muss gleich wieder ein paar wertige Witze ablassen. Ja, das Konter. Ist, die habe ich mir nämlich verdient. Kannst du mal aufhören mit solchen scheußlichen Sachen hier? So. Bald ist übrigens Oster, ne? Kriegst du eine Osterhase? Ah, du heißt ja auf Facebook Patrick Hase. Verstehst du? Ja. Nee, verstehe ich nicht. So, jetzt müssen wir eigentlich nur den Tobi wieder mit ins Boot holen. Dann haben wir wieder alle. Man soll nichts gegen den Tobias Ärger sagen. Ich mach das gerne. Aber ich meine, ich glaube, ich darf das. Was denn? Den Tobias Ärger. Ja? Das ist dafür, dass er bei SimCity nie mitmacht. Doch, der macht immer mit. Aber der hat gesagt, er trägt deine Anwesenheit nicht, weil du immer so... Du magst den nicht, hat er gesagt. Ich dachte, der hat seine Festplatte aus Versehen formatiert. Ja, der Tobi hat sie einfach draufgesetzt. Draufgestellt. Der hat auf den falschen Ja, Platz komm drin. Du da mal wieder raus. Nein, der Tobi. Tobi und ich, wir sind Bros. Broder. Ja. Und geil, ne? Ja, du schwebst. Das ist so ein Hoverboard. Genau, das ist zurück in der Zukunft, der Mod. Ah, hast du den auch jetzt installiert? Ja, cool. Ich fahre den mit einer halben Nadi. Dann könntest du auch über Wasser fahren, oder? Ja. Kannst du eigentlich auch über Wasser laufen? Ja, wie Moses. Ich kann Wasser sogar teilen, wenn du willst. Der ist aber nicht über Wasser gelaufen, der hat es nur geteilt. Ja, sag ich. Das war Jesus, falls du den kennst. Wen, Jesus? Hm? Ist doch der im spanischen Restaurant arbeitet. Jesus! nee, das ist der, der in drei Tagen wieder aufersteht. Ja, wo ist er denn gerade? Der ist Du weißt, dass dieses Let's Play nach Ostern erscheint, ne? Also Leute, wir nehmen das hier gerade nicht, Ach wir haben so. Das heute noch aufgenommen, gar nicht. Nein, wir produzieren immer ein bisschen vor, damit wenn der Patrick mal wieder seine Mutti Stress hat und Internetverbot kriegt. Dann komme ich bei dir einfach vorbei und dann nehmen wir hier auf. Genau. Mhm. Oh, das ist nicht gut! Übrigens, wenn Christen gerade anwesend sind, ne, dann... Chris? Christen, nee, Chris. Ach so. Chris ist Chris? Nee. Ja? Was ist los? Guck mal her, du! So, wir müssen jetzt kurz warten, wir sind ja gestorben. Nee, auf jeden Fall nichts gegen Christen, ne? Wir wollen ja jetzt hier nicht gegen... Wie viel gibt's? 1,3? 4? 4? Also es gibt 1,3, einen ganzen und jemanden ein Viertel oder was? Genau. Den einen ganzen Papst und den halben Papst. Wahrscheinlich der aus, wie heißt denn dieser Film, wo dieser Lilliputaner mitmacht? Oh Gott, wie heißt denn dieser Film? Boah, diese Grafik ist unfassbar. Wie heißt denn dieser Film? Der ist schon ein bisschen älter. Da ist so einer, der kann so Kung Fu, so ein kleiner Mann. Ich komme gar nicht drauf. Vielleicht fällt es mir nur ein. Wenn jemand weiß, wovon ich rede, gerne in die Kommentare. Wenn nicht, dann ist auch egal. Ich schalte mich mal ab hier. So, wir gehen mal hier. Durch. Wir gucken auch, guck mal hier. Oh, hier. Oh, nein. Oh, ist das schön. Da kommen einfach mal Bänke. Die spawnen, Alter. Ich guck mal, der spielt irgendwas. Der sieht irgend... Achso, der hat ein Saxophon wahrscheinlich in der Hand. Bisschen mehr. Also, ich bitte keine Fotos. Bist ja, klar. Fies, ne? Weißt du, was wir heute mal machen? Wir fahren nochmal zu der Todesschaukel. Wo war die denn? War die unten rechts? Ja, ich glaube. Irgendwo hier unten war die. Ja, ach komm, die finden wir schon. Wir fahren mal dahin. Jetzt. Wir gehen einfach mal, den... Wir gehen jetzt einfach mal dem Geruch hinterher. Den spielenden Kindern hinterher. Ich weiß. Willst du deinen kleinen Hase zeigen? Ach oh Gott. Ich zeig dir gleich mal einen richtigen Hasen. Gott. Ey, guck mal hier, diese ganzen Objekte laden gar nicht. Ja, die sind total verwirrt durch den Scheiß, den wir hier gerade labern. Ja. Nein! Alter, was ist das denn? Dein Freund und Helfer. Ja. Der hatte wahrscheinlich noch irgendwie sein... Polizeiauto bin ich noch nie gefahren. Also diese neuen Sein Autos. Donut in der Hand. Und dann dachte er, ich fahre mal weiter. Cool, bleib mal versitzen. Wie sieht der denn aus? Die sehen alle... Nein, ey, jetzt übertreibt... Was ist das hier? Weißt du was, bist du für ein Freund? Du siehst, die greifen mich an und... Nein! So, in den nächsten, wenn wir jetzt nochmal wieder, in dieser, also in der letzte und in dieser Folge sind wir insgesamt viermal gestorben inzwischen. Ich hab's ja vorhin gesagt. Du. Ich spiele ja die ganze Zeit. Ja, kannst du dich mal benehmen? Nein. Wir haben Leute, die zugucken. Echt? Eins. Ah ja, wir haben heute, wir spielen das erste Mal vor Live-Publikum übrigens. Ja, guten Tag, hallo. Hallo, ich mach mir ein Kind. Oh, nee, das hört sich schon wieder falsch an. Naja. Ich kann nichts dafür, Freunde. Ich kann nichts dafür. Also einmal für diese spektakuläre Grafik. Und einmal für diesen Spinner neben mir. Ich hab doch vom Meister gelernt. Von wem denn? Vom Meister. Yoda. Achso, vom Meister Yoda. Du musst besser reden. Alphabet? Was stand da? Ist das eine Schule oder was? Du hast da eine Mauer. Das ist schon viel lustig, wenn das alles ist. Guck mal hier. Bling, bling. Das denn, ach so, das ist so ein... ein Page. Einer, der die Tür aufmacht.
Könnt ihr mal aufhören, mich jetzt anzufahren? Ich habe ja, ich habe verstanden. Drauf, oder? Ihr mögt die Serben in dieser Stadt nicht. Wir fahren jetzt einmal mit dem Taxi dahin. Wir fahren heute die Serben um. Here we go, man. Oh, let's go. Ach, du lässt dich heute fahren, der. Ja, heute lass ich mich mal fahren. Es ist, man muss ja mal wirklich. Faul. Ja. Fahrstuhlmusik. Nee, das wird ziehen, ja. Lade. Ach ja. Wäre ich doch mal lieber mit dem Auto gefahren, oder? Ja, ne? Ach, guck mal. Auf jeden Fall, die Texturen sind doch nicht da. Ja, das ist jetzt inzwischen schon ein Running Gag. Running? Ein Running Gag. Ist gefahren, ich glaube, in so einem Taxi. Sehr sinnvoll. So, irgendwo hier war sie doch. Ich schwebe übrigens wieder. Ja. Boah, nee, hier links, ist, das ist die falsche auf jeden Fall. Ja, genau irgendwo, hier wollten wir nicht hin, das wollten wir euch nochmal zeigen. Ach, wo waren die? Die war irgendwo hier oder so. Hier würde ich gerade mal behaupten. Wir suchen die jetzt mal ganz kurz. Nee, gar nicht. Mama, ich weiß es. Ich weiß es, wo die war. Die war irgendwo hier. Ich kann mich noch daran erinnern, dass da in der Nähe der Kreisverkehr war. Inzwischen ist GTA schon so ein Ratespiel geworden in dieser Folge. Ich weiß manchmal gar nicht, wo ich langfahre. Ja. So. Ich komme mal rum hier. Sind jetzt gleich da. Zack. Mama, wann sind wir da? Mami, sag doch mal, wann sind wir denn da? So, gerade ist losgefahren, mein Kind. Benimm dich doch mal, klein Marvin, Jeremy, Pascal. Die wollen nichts, kennst du die? Ja. Die sind doch wirklich extrem, oder? Ja. Extrem gut. Ich dachte mir, dass du das guckst. Ich guck. Wobei, ja, da wären wir schon wieder bei Schwiegertochter gesucht. Ich guck nur RTL 2, den ganzen Tag. Deswegen bin ich auch so intelligent, ne, geworden. Ich sag nur Ingo. Ingo Appelt? Nein. Ich weiß nicht, von welchem Ingo du redest. Ich gucke eigentlich nur immer seriöse Sendungen. Ach so. So, die tote Schaukel ist da hinten. NTV. Hätten wir eigentlich mal mit einem Truck hinfahren müssen. Das wäre bestimmt viel lustiger gewesen. Naja, man kann ja nicht alles haben, Freunde. Man kann ja nicht alles haben. Oh, dann machst du einen Abfuhr, Alter. Tja. Komm ich hier nicht über den Bordstein oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wenn du den Wagen so tief legst. Ja, ich tune gern Taxis. Mhm. So. Was sind das hier für Bordsteine, bitte? Tja. Haben wir hier durch. Ich habe vorher noch geguckt. Pass aber auf, dass du dein Auto nicht wieder kaputt machst. Ich doch nicht. Nein. Kannst du einmal die Rutsche runter? Ich will einmal auf die Rutsche. Oh. Stell dich hin, Auto. Sei keine Memme. Guck mal, die guckt zu. Anders hast du fein gemacht. Ich würde aber lieber weggehen. Es brennt, junge Dame. Sonst ist die Frisur im Eimer. Alter, scheiße. Nein. Andy, komm, Mann, ey. Spring. Ja. So wie bei Cobra 11, ne? Wenn die da immer so der Explosion wegspringen. Nein, das ist die beste Serie ever. Alter, was? Hallo. Hallo, früher war es noch voll cool und jetzt sind die so blöd geworden. Ach, Quatsch. Guck mal, wir nehmen mal hier den Boykott. Und boykottieren wir das nochmal. Oh, guck mal da hinten. Da qualmt es. Rauchzeichen. Die Indianer sind da. S-O-S. Der Dean treibt sich in dieser Stadt herum. Was? So. Was macht denn der hier? Der fummelt immer gerne an Tobi seine Brustwarzen. Auf Kinderspielplätzen. Ja. Willst du den kleinen Hasen sehen? Alter, was ist denn das jetzt? Ey, ich kann ja nicht mal hier... Aber weiter kommst du noch nicht hoch, oder? Da lachst du wieder, ne? Hoch und weit, ne? Und hoch. Sag mal... Jetzt hängt die Karre schon wieder hier. Alter, das... Älter. Das Alter, das gibt's doch gar nicht hier. Die Hälfte übrig vom Auto. Ich will doch mal richtig fliegen, wie so eine kleine... Wie so ein kleiner Fee. Flummi. Hier, komm hier. Wie eine Fee? Ja, ja. Ich glaube, dass du dir sowas... Nee. Sitzt du da nackt drauf, Alter? Ja. Du willst nie erfahren. Ja. Also im Sommer kann man auch mal nackt Motorrad fahren. Da flattert der kleine Mann. Jetzt sind wir aber auf damit. Gut, das geht ja eigentlich ab 16 oder 18 ist. Also alle, die da drunter hier zugucken, ihr hättet... Schaltet sofort aus. Ihr hättet nichts Niveauvolleres wann können. Oder macht einfach den Ton aus. Guckt trotzdem weiter. Ja. Wir brauchen die wir brauchen das Geld. Wir sind arm. Ja. Hartz 5 kriegen wir. Mindestens. Jetzt kommt die Karre da nicht hoch, ey. Ich krieg den Hals. Tja, gelernt ist gelernt. Ich fall immer wieder über die Typen darüber. Tut mir nicht leid, aber... Ey, das gibt's nicht. Diese Todesschaukel, ne? Die macht mich noch fertig. Sollen wir umsteigen? What the fuck? Guck mal, steht auf dem Taxi, oder? WTF. Wer steht auf dem Taxi? Auf dem Taxi, WTF. Oben auf dem Schild. Der anderen Seite. Und die Polizei guckt uns da so schön zu. Fein machst du das. Ey, komm, mach doch, Ah, wieder ein Hustrang. Ich will jetzt mal versuchen,
Ey, du wolltest aber bis zum Flughafen. Guck mal, die Schaukel, die wackelt jetzt schon vor Vorfreude. Das sieht gut aus. Oder auch nicht. So. Gut, dass hier keiner spielt. Oh. Na komm, was? Na komm, flieg. Flieg wie nein! Pico und Sieg! Warte mal, auf mich zu schießen. Ey, du willst doch selber den Krieg haben. So, wenn wir jetzt explodiert sind, ist die Folge vorbei. Tja. Na komm. Na komm. Ja. Komm, heb ab! Ja, schön. Komm, noch ein Flug. Versuch's. Da, also. So, wir fahren jetzt in den Tod. Wir fahren jetzt in den Tod. Kann man das Auto noch verkaufen, oder? Ich kenne jemanden, der wird da einen Schrottpreis deutlich anheben. So. Hör mal, so, hier fliegt uns gleich alles um die Ohren. Ach komm, jetzt versuchen wir noch. Einmal, ein Versuch noch. Komm, ein habe ich noch. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Machen wir noch einmal, dann gehe ich auch ins Bett. So, ist nur noch 5 Minuten. Oh, willst du das Auto echt kaputt machen? Also ich glaube, die Schaukel ist nicht so geeignet, oder? Doch, das ist die große Schaukel. Also ist ja, nein, die hintere hier. Wir hätten mal mit dem Helikopter da rein. Das machen wir in der nächsten Folge. Mit dem Helikopter natürlich. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, komm! Ja, bin doch da. Könnte ich mir jetzt eine halbe Stunde lang angucken, wie die... Vor allem, die fällt einfach nicht aus den Angeln, die steht wie eine 1. Das ist Qualitätsware aus Deutschland. Von Ikea. Nee. Wie soll man denn hier fliegen? Wie soll das funktionieren? Tja. Das ist bestimmt lustig mit der Musik, oder? Müssen wir jetzt so eine komische Musik unter... Ey, guck mal, was ist das denn bitte? Schieß doch mal aus dem Fenster raus. Tja. Müssen wir aufräumen, oh. Also ich würde meine Kinder auf jeden Fall auch hier spielen schicken. Ja, ne? Ist sehr sicher hier. Ich häng fest. Mann! Wie sie alle auf mich schießen, ey. Ich töte ihn. Nein, ich hab den Highscore geknackt. Jetzt versuchen wir es noch einmal, wenn wir es jetzt nicht schaffen wollen, dann war es das. So, jetzt kommt der allerletzte Versuch und... Nein. Ein Satz mit... Guck mal, ganz Blut hier auf dem Boden. Jetzt haben wir noch schnell einen Stunt. Kann ich schon. Ja, er fährt noch, er fährt noch. Ist das spannend! Gas! Oh, ich hab mich vergessen. Ein sehr lustiges Ende. Platsch. So, nochmal gegen den Truck. Den Truck auf jeden Fall noch gebrauchen. Ja, Freunde, das waren zwei lustige Folgen von Let's Play GTA 4. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.